Uns bleibt wohl nichts als zu warten, so frustrierend das auch ist. Ich hörte, was Sie Professor Bakar erzählten. Isidora atmete Emotionen ein, um Macht zu erlangen? Ja, und sie hat Professor Fitzgerald ebenso wie ihrem Vater Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheulich. Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Koboldsilber. Die Behältnisse. Möglich. Da ist etwas, das ich vorhin nicht sagen konnte. Renrock hat an Orten gegraben, die mit den 5 Namen in den Tagebüchern eines Koboldschlossers namens Brackbord zu tun haben. 5 Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isidora Morgannock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Renrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Ich hoffe, bald von Lodgok zu hören. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt. Ja. Okay. Na gut, okay, 9 von 14. Was sollte hier so? Ich hätte wegen deines Koboldfreundes nicht so reagieren dürfen. Tut mir leid. Ich hoffe, wir können das Triptychon fertigstellen. Natürlich. Triff dich bitte an der Südküste mit mir. Dann suchen wir den letzten Teil der Leinwand. Den letzten Teil? Ach, das ist eine. Warum kann ich es nicht machen? Erlerne Bombarda. Achso. Ja, okay. Dann machen wir mal Trauer und Vergeltung. Dann gehe ich mal nochmal zu Nutty. Okay, machen wir das. Okay, komm, gehen wir zu Nutty. Mal gucken, was sie jetzt vorschlägt. Okay, müssen wir Trauer und Vergeltung lernen. Na gut, das machen wir gleich. Aber die Quest eben war richtig geil. Das ist eine Quest, da nehme ich glaube bestimmt noch länger dran. Und ist das Gebiet dann jetzt abgeschlossen? Yep. Bereite ich auf die Suche nach einem Hüter vor. Nach dem letzten Hüter vor. Okay, wir haben jetzt 4. Ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht. Wieder was im Schatten. Alter, die im Schatten immer. Die haben wir im Schatten haben wir sogar, ne? Ach, es macht echt viel Spaß. So, dumm die dumm. Okay, mit Nadir reden. Mal gucken, was sie jetzt will. Oder wie jetzt der Plan jetzt einfach verläuft, ihn den Typen da dingfest zu machen. So. Ah, ich wollte noch mit dir sprechen. Unglaublich, dass wir den Erschwinderinnen entkommen sind. Du bist übrigens Gesprächszimmer Nummer 1 in der Schule, seit du mich gerettet hast. Ich frage mich, woher alle davon wissen. Ich hab's meiner Mutter erzählt, in der Hoffnung, dass sie mir das Ganze eher verzeihen würde, wenn es von mir käme.
Sie hat's wohl anderen Professoren erzählt. Sowas spricht sich schnell rum. Leider war sie sogar noch weniger nachsichtig, als ich gehofft hatte. Wenn sie mehr darüber wüsste, was du getan hast, wäre sie bestimmt stolz. Oh, wenn sie wüsste, was ich alles getan habe, würde sie mich nie mehr aus den Augen lassen. Tut mir leid. Hat Officer Singer irgendwas mit unseren Beweisen gemacht? Nein. Harlow ist stark wie eh und je. Jemand muss ihn aufhalten. Ob nun wir oder Officer Singer. Wenn jemand Monster wie ihn im Matabeleland gestoppt hätte, würde mein Vater noch leben. Was genau ist mit deinem Vater passiert? Es war ein schöner Tag. Meine Mutter kümmerte sich um einen kranken Nachbarn und so galoppierten mein Vater und ich durch die Savanne. Galoppiert? Dein Vater war auch ein Animagus, nehme ich an. Er konnte sich in eine prächtige Giraffe verwandeln. Er trug mich auf dem Rücken und ich hielt mich an seinem Hals fest. Wir waren auf dem Heimweg, als wir eine Gruppe von Banditen überraschten. Sie kam aus unserem Dorf. Einer sah mich, als er gerade das Tuch vom Gesicht nahm. Er schrie und zielte dann mit seinem Gewehr. Er wollte nicht, dass du ihn identifizierst. Genau. Mein Vater krümmte seinen Hals, um mich zu schützen. Und wurde getroffen. Als er fiel, nahm mein Vater wieder menschliche Gestalt an. Als die Banditen das sahen, rannten sie panisch davon. Magie machte ihnen Angst. Und dann war er tot. Und das war meine Schuld. Deine Schuld? Wie meinst du das? Er starb, um mich zu schützen. Wäre ich fähig gewesen, mich selbst zu schützen, wäre er heute noch am Leben. Meine Mutter und ich versuchten, ohne ihn weiterzumachen, aber es wurde uns dort zu viel. Ein paar Jahre später zogen wir nach Schottland. Willst du die Erschwinderinnen ausschalten, um deinen Vater zu rächen? Nein. Rache treibt mich nicht an. Das würde mein Vater nicht wollen. Er und meine Mutter lehrten mich, dass es ein Privileg ist, für all jene zu kämpfen, die es nicht können. Auch wenn das manchmal heißt, ein Risiko einzugehen, ist es das wert. Ich bin froh, dass du das auch so siehst. Und was hält deine Mutter von der ganzen Sache? Nun, wie du gesehen hast, macht sie sich große Sorgen. Ich glaube, es macht ihr bis heute zu schaffen, dass sie als Seherin den Tod meines Vaters nicht vorhergesehen hat. Sie vermisst ihn, genau wie ich. Darum versteht sie wohl mein Bedürfnis, für Gerechtigkeit zu sorgen, wann immer ich kann. Aber das heißt nicht, dass sie es gut heißt. Glaubst du, dein Vater wäre einverstanden mit dem, was wir tun? Oh je, das ist eine gute Frage. Theoretisch ja. Obwohl er sich sorgen würde, wie meine Mutter. Aber gerade er würde meine Verbissenheit sicher verstehen. Mein Vater hat nie einen Kampf für das Gute gescheut. Egal wie rücksichtslos der Feind war. Und ich glaube, es hätte ihn gefreut zu wissen, dass ich einen Kameraden wie dich habe. Es tut mir leid, was du durchmachen musstest, Nati. Dein Vater war bestimmt außergewöhnlich. Das war er. Wahrhaft außergewöhnlich. Danke für die lieben Worte. Wir tragen alle eine Last. Mein Vater hatte dazu ein Sprichwort. Ja, ich erinnere mich. Der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Ganz genau. Bald bereiten wir den Erschwinderinnen ein Ende. Und Harlow nehmen wir uns als erstes vor. Und wenn er weg ist, werden wir uns um Rookwood kümmern. Wir machen Fortschritte. Wir werden erfolgreich sein. Okay. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Du verdienst all das Lob, das du bekommen hast. Das weiß ich. Danke. Was? Okay. Also das war eine Quatschquest, ne? Wieder gewesen, eine Quatschquest. Oh, eine Quatschquest. Haben wir hier noch? Ah ja, das hier noch. Dann müsste ja mittlerweile müssen sie ja fertig sein, ne? Können wir da mal gucken. Mittlerweile Pflege und Fütter. Ah ja, warte, dann. Warum zeigst du mir das nicht an, Leute? Komm, da Wünsche. Ja, Pflege und Fütter. Revelio. Ah ja.
Posten, oder? Ein Junge ist, Warte mal, bist du ein Junges? Hippo. Da. Oh, du bist so süß. Ja. Ja, mein Kleiner. Und hier. Ist die Quest halt abgeschlossen? Ich sollte Dick vom neugeborenen Testral berichten. Yep. Ja, jetzt. Und da hätte der Spieler irgendwie sagen können, warte eine halbe Stunde, weißt du? Dann hätte ich da nicht umgestanden. Da ist man mal ein bisschen, ja, dieses Feingefühl, ne? Bisschen manchmal, ja, komm. Hallo, Dick. Es wird dich freuen zu hören, dass ein Testraljunges geboren wurde. Wie schön, dass es nun mehr Testrale auf der Welt gibt. Diese missverstandenen Kreaturen. Es tut mir leid, dass du auch Testrale siehst, Dick. Diese majestätischen Tierwesen zu sehen. Manchmal wünscht sich Dick, er könnte das nicht. Doch Dick ist selbst schuld. Was meinst du damit? Vor Jahren sollte Dick seinem Meister helfen, einen Phönix, das seltenste aller Tierwesen, zu fangen. Der Meister hatte ihn auf einer Klippe entdeckt. Hm. Der Phönix war das schönste Wesen, das Dick je gesehen hatte. Dick flehte den Meister an, ihn in Ruhe zu lassen. Als Dick zögerte, die Klippe wie befohlen hochzuklettern, musste er sich selbst bestrafen. Während Dick sich bestrafte, wurde der Meister immer wütender und richtete voller Zorn seinen Stab gegen den Phönix. Der Phönix wollte seine Eier beschützen und schoss vor Angst und Wut vom Nest herab. Bevor Dick reagieren konnte, stürzte sein Meister von der Klippe. Dick blieb tagelang auf der Klippe und bestrafte sich selbst, bis Tobs ihn fand. Eine entsetzliche Geschichte, Dick. Mein Beileid. Dick hat diese Geschichte nur Professor Weasley erzählt. Und jetzt Ihnen. Dick fragt sich oft, was wohl aus diesem Phönix wurde. Dick hat Glück, in Hogwarts zu sein und bei der Rettung von Tierwesen zu helfen. Vielleicht kann Dick wieder gut machen, was geschehen ist. Ach, Dick. Ach, Dick. So. Quest ist auch abgeschlossen. Sehr schön, aber das haben wir fertig gemacht kurz. Auf. Naja, für den Chat anhand der. Ja. Dann. Wer das jetzt nie, wollen wir das machen? Oder komm, machen wir das mit dem Himmel. Was denn? Also war ich jetzt die Himmel, was denn jetzt von mir? Oh nee, ja, Phönix Abflug. Oh, pff, ja, wieder ein neues Viech. Ja, komm, hier ist los. Na, jetzt kein Rest. Na ja, komm, tschüss. Ey, das ist ja wie 1000 Quests noch hat er. In einem blöden Raum der Wünsche. Hat der jetzt keine Lust drauf. Hätte der Befuhr freischalten sollen, dass man das dann irgendwie verteilt hat, weil das. Gott, wo wäre das nächste gegen hier? Hier. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Na gut. Oh ne, jetzt geht das schon los. Ihr mit eurem blöden Absperren. Was soll denn der Scheiß? Da muss ich jetzt extra außen rumfliegen, damit ich diese blöde Absperrung umgehe. Ach komm, ey. Also, die haben das so komisch und du komisch abgesperrt. Also, man gibt es gar keinen Sinn.
Fliege ich jetzt einfach so und dann bin ich ja doch wieder da. Warum kann ich nicht gleich? Ach. Wo komme ich denn da hin? Das Relikt ist der Schlüssel zu Annes Rettung. Ganz gewiss. Wir treffen uns vor Feldcroft, sobald du kannst. Wie muss ich denn da bitte fliegen? Oh, muss ich Enter so ganz außen rum fliegen, damit das dann funktioniert? Oh, Menno. Ja, dann fliege ich jetzt einmal so einen blöden, komischen Bogen und am Ende bin ich ja doch wieder da, wo ich hin will, oder was? Ja, vielen Dank. Ja, damit ich hier wieder nicht weiter kann. Ey, ach komm, ganz ehrlich, wo wird das Ding außen rum fliegen? Und warum kann ich da nicht lang fliegen? Ach komm, ganz ehrlich, ich hab keine Lust drauf. Das ist mir zu bescheuert, ernsthaft. Warte mal, also ganz ehrlich, warum kann ich da nicht so lang fliegen, wie ich will? Ist ja eh nur dieses fette Rennen fliegen, da haben wir eben nur zwei Stück von gemacht. Ach egal. Dann. Genau, gehen wir jetzt hier hin. Nee, das ist mir irgendwie ein bisschen zu blöd. Ganz verstehe ich auch nicht. Warum kann ich jetzt da nicht lang fliegen? Es ist so komisch gemacht und eine ganz komische Absperrung. Die ergibt halt gar keinen Sinn, aber. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ja, gut, das ist auch eh nur eine Flugquest, ne? Also, ich meine, ob ich die nur mache oder nicht. Also, es ist halt ein bisschen fliegen und stufenmäßig sind wir einfach gut aufgestellt. So, was gibt's komplett? Sebastian. Ein Relikt aus den Katakomben, das ein dunkles Opfer erfordert? Ich weiß, wie das klingt, aber wenn es hilft, lohnt sich das Risiko. Weiß Ominous auch davon? Er half, das Kryptorium mit Slytherins Zauberbuch zu finden. Nun gut, wenn Ominous dabei ist, werde ich auch kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Solomon will Feldcroft verlassen. Was? Verlassen? Egal, du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Bitte. Ich versuche es. Ich melde mich. Solomon kann Anne nicht aus Feldcroft wegbringen. Wohin würden sie denn gehen? Sebastian. Glaub nicht, dass ich deinen Koboldfreund vergessen habe. Habe ich nicht. Aber ich bin froh, dass du mir unser letztes Gespräch nicht übel nimmst. Natürlich. Unfassbar, dass mein Onkel Feldcroft verlassen will. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür? Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. Wir müssen Anne in die Katakombe bringen und dann ein Opfer darbieten? Das klingt... riskant. Es ist das Risiko wert. Unsere größte Hürde könnte Ominous sein. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Und wir müssen es vor deinem Onkel verheimlichen. Wenn er zum Schulleiter geht, fliegen wir von der Schule. Ich regel das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auro mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden. Glaubst du, dein Onkel würde alles dem Ministerium melden, wenn er es herausfindet? Ich bezweifle, dass er zum Ministerium geht, wenn er es erfährt. Er hat sich nicht im Guten getrennt. Er sagt es nicht, aber seine Abneigung gegen schwarze Magie hat sicher etwas mit seiner Zeit dort zu tun. Anne glaubt, er wollte einst Feuer mit Feuer bekämpfen und setzte einen unverzeihlichen Fluch im Kampf gegen schwarze Magier ein. Zumindest hat sie das so verstanden. Als er erkannte, wozu sein Beruf ihn gemacht hatte, gab er ihn ziemlich abrupt auf. Ich glaube nicht, dass er dem Ministerium von schwarzer Magie in seiner eigenen Familie berichten würde. Viel Glück mit Ominous. Bis zum nächsten Mal. Ich werde dir sagen, wann wir vier uns in der Katakombe treffen. Achte auf meine Eule. Bis bald dann. Auch hier haben wir mal ein Quatschquest-Zimmer, ne? Wieder eine Quatschquest. Gut, dann das mal. Ja, da habe ich jetzt aber nicht. Ja, nee. Machen wir das noch.
Und ganz ehrlich, da jetzt irgendwie hinzufliegen, ja, mal gucken, ob das lassen wir das. Also es ist auch nur eine Flugquest, ne, mit dem dieses Ding, ich habe eh keine Ahnung, also Hogwarts? Weltkarte? Wo ist die Quest? Wo ist sie? Wie gesagt, ne? Wir machen ihr jetzt keinen 100% Run. Ach ja, in Hogwarts ist das irgendwo. Achso, hier ist das, okay. Da. Deswegen, also ich mache ja eh keinen 100% Run. Und da ein bisschen fliegen, da finde ich einen Ärger jetzt auch nicht. Es ist jetzt auch keine, wenn es jetzt eine Story-Quest. Immer doch. Wenn es jetzt eine Story-Quest gewesen, wäre ich jetzt anders reagiert, aber du wirst ein bisschen fliegen und dann dahin. Junge, du hast in 2 Minuten Rennen, da brauche ich eine halbe Stunde hin gefühlt. Also, ja, das lohnt sich irgendwie nicht. Na gut, Poppy, was willst du? Mein Glück, dir geht's gut. Willst du poppen? Was? Wenigstens sind wir aus dem Unterricht raus. Ja, ich würde gerne mit dir reden. Da bist du ja. Du wirktest so durcheinander, als du gegangen bist. Die Wilderer sind bei meiner Oma gewesen. Jemand hat mich in der Hornschwanzhalle erkannt und dann sind sie zu ihr. Wie meinst du das? Geht es ihr gut? Ihr geht es zum Glück gut, aber sie waren bei uns zu Hause. Dachten wohl, ich hätte das Ei dorthin geschickt. Sie sagte, sie hätten das ganze Haus auseinandergenommen und geschrien, dass wir sie ruiniert hätten. Das tut mir leid, Poppy. Ich bin froh, dass es ihr gut geht. Ich glaube, das hätte keiner von uns ahnen können. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe die Wilderer unterschätzt. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst du das? Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen. Und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen entdeckt hatte. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Was für ein Wesen ist denn ein Schnatzer? Ein kleiner Vogel mit goldenen Federn. Er ist unglaublich, hat drehbare Flügel, mit denen er schnell in jede Richtung fliegen kann. Tatsächlich basiert der goldene Schnatz im Quidditch auf dem Schnatzer, der vor Jahrhunderten grausam für diesen Sport verwendet wurde. Warum sollten Sie sich für Schnatzer interessieren? Sie könnten mit Schnatzern mehr Geld verdienen, als Sie es je mit Drachen kämpfen könnten. Die Federn und Augen der goldenen Schnatzer sind unglaublich wertvoll. Deshalb glaubt man, sie seien ausgestorben. Sie wurden von den Zauberern ausgerottet. Ich will mir gar nicht vorstellen, auf welch grausame Art sie heutzutage gezüchtet und für Profit getötet werden würden. Wo genau sind diese Schnatzer denn angeblich versteckt? Oma sagt, die Tagebücher seien etwas kryptisch, was gut ist. Vielleicht sind die Wilderer nicht schlau genug, um die Vögel zu finden. In den Tagebüchern wurde wohl nur vermerkt, dass der Schlüssel zu ihrem Versteck im Mondlicht liegt. Oma glaubt, dass man es auf eine Handvoll Orte eingrenzen kann. Ich nehme an, du wirst die Wilderer nicht in die Nähe der Schnatzer lassen. Oma will, dass ich mich raushalte. Aber sie ist am Boden zerstört, weil Wilderer hinter den Schnatzern her sein könnten, falls es sie noch gibt. Wir hatten das Überraschungsmoment auf unserer Seite, als wir den Drachen gerettet haben. Aber jetzt werden die Wilderer nach uns suchen. Wir brauchen Verbündete. Andere, die die Wilderer ebenfalls hassen und Tierwesen genauso schätzen wie... Bei Merlins Bart, du bist ein Genie! Die Zentauren! Sie würden die Schnatzer um jeden Preis schützen wollen. Klingt so, als müssten wir mit den Zentauren reden. Wir müssen aufpassen, wie wir uns ihnen nähern. Das Verhältnis ist immerhin angespannt. Das habe ich gemerkt. Trotzdem könnten sie unsere einzige Hoffnung sein. Ich denke drüber nach. Ich melde mich, wenn ich einen Plan habe. Ja. Ja, gut. Okay, dann machen wir mal Bombarda, brauche ich, ne? Bombarda, ja, Stufe 24 bin ich, hoffe ja wohl, dass 30 reicht. Ich gehe ja davon aus, 30.
Okay, tschüss. Ja gut, ich weiß ja nicht, wie wir Hauptmissionen das noch sind, aber müsste ich ja bald mal zu Ende gehen. Obwohl, ich habe irgendwie das Gefühl, bei der Schwester sind wir fast durch. Da kann jetzt nicht mehr viel kommen. Sehr ruhig die Nacht. Sieht interessant aus. Und warum muss ich jetzt so ein Viech sammeln? Weil was ist die Sünde hinter? Ich glaube, das hatte ich einmal drin, ne? Ich glaube, ja. Ich finde es auch echt doof, weil du halt immer alles dir ausbaust, ne? Ja, weg! Wow. Ja, danke. Halt die Fresse. Bleib ganz ruhig. Ich werde dir nichts tun. Und zack. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Nice. Zweifellos schon lange verlassen. Ich weiß, dass ich mir das nicht einbilde. Ne, hast du nicht eingebildet. So, ja, dann, ja, dann lass uns mal. Damit wir den Auftrag freischalten können. Komm her, du Fritz! Ja. Ich schätze mal, nach der Quest werden wir die anderen beiden freischalten können. Rita, Lila, Rita, Kröte. Rebellion. Stell dich doch nicht so an. Ach hier. Nein, ich hab dich. Erledigt. Am Tierwesenunterricht, okay. Nice. Na gut, das war ja nun easy. Damit hätten wir den Auftrag auch fertig. Mal gucken, was Bombarde uns dann bringt, aber mal, ja. Ich muss ehrlich sagen, das ist auch echt ein, irgendwie ist es doch irgendwie ein schönes Spiel, ne? Ja, ich weiß, manchmal finde ich das immer ein bisschen, schwierig, aber mittlerweile bin ich wieder richtig drinnen, ne? Oh, welch angenehme Überraschung. Also, ich finde es ja, aber ich würde dir noch sagen, es ist jetzt kein Meisterwerk, da fehlt mir was. Also bei Meisterwerk fällt auf jeden Fall nicht. Ist ein cooles Spiel. Ist nett, macht Spaß, aber ein Meisterwerk. Das ist jetzt, weil dafür würde mir was fehlen. Meisterwerke sind für mich Spiele, wo ich sage, Mensch, da erinnere ich mich noch in 3 Jahren dran. Und dann Hogwarts Legacy werde ich mich in 4 Jahren nicht mehr erinnern. Weiß ich. Oder, ja, wo ich wenigstens sage, gut, nicht jetzt nicht im vollen Umfang, ne? Wo ich wenigstens sage, ich hab das hat mir gefallen. Batman Arkham Asylum ist nämlich ein Meisterwerk zum Beispiel. Spider-Man, The Last of Us, die ganzen Uncharted-Spiele, Death Stranding. All das so Spiele sind, da erinnere ich mich. Aber auch Hogwarts Legacy, das ist ein Spiel. Das ist cool. Aber wenn ich da würde mir das Meisterwerk fehlen. Wisst ihr, was ich meine? So, deswegen.
Aber es ist ein cooles Spiel, es ist nett. Nur man sollte hier meiner Meinung nach nicht nach einem Meisterwerk suchen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, an die Hardcore-Harry Potter-Fans, die werden es eh schon gespielt haben, wenn sie schon durch haben. Jetzt ich mal. Hallo, hier hab ich doch gedrückt. Oh, ey, da. Hab ich doch gedrückt. Ja. Ich glaube, ich weiß, wie und wo. Ja, weiß ich auch. Oh, ist süß. Erwähnte. Ausgezeichnete Arbeit heute. Danke. Sie können gehen. Tolle Arbeit. Oh, ich bin kein großer Fan. Sie sind wohl bereit für Ihren neuen Zauberspruch. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Ich bin bereit, Bombarda zu lernen. Gut. Ich muss Sie allerdings vorwarnen. Diesen Zauber sollte man nur aus gutem Grund wirken. Der Explosionszauber kann andere verletzen, wie Ihnen sicher einleuchtet. Ach so, Mensch, da halt bitte Vorsicht beim Zaubern. Ja. Ich verstehe, Professor. Ich werde Sie beim Wort nehmen. Gut, Sie müssen die Zauberstabbewegungen präzise ausführen. Wie immer. Sie wollen Ihre Hand behalten. Also los. Und Sie wollen Ihre behalten. Schöne, gleichmäßige Stabbewegungen. Denken Sie daran, der Explosionszauber ist sehr unbeständig. Bombarda!